ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Manchmal ist das so, dass man ganz viel zu tun hat und überhaupt nicht weiß, was man als erstes machen soll. Ich habe hier mal ein paar Sachen auf Zettel geschrieben, Material für ein bestimmtes Video besorgen, eine E-Mail an Anna schreiben, dann wollte ich mir noch überlegen, was ich nächsten Samstag bei einer bestimmten Feier anziehe. Ich muss noch die Blumen gießen, ich muss noch was einkaufen und ich wollte Eva anrufen. Was soll ich als erstes machen? Wie kann ich mir das am besten strukturieren? Dafür habe ich eine schöne Videoidee und dafür benutze ich wieder Tasten von der alten Tastatur. Vielleicht erinnert ihr euch an das letzte Video, da habe ich schon ein paar Ideen mit einer alten Tastatur gezeigt. Und heute habe ich alle möglichen Zahlen von der Tastatur. Und weil das eine große Tastatur war, gab es einmal oben die Zahlen und dann noch hier an der Seite die Zahlen und da habe ich mir noch die 1 genommen. Ich habe jetzt also, das ist hier die 7, 4, 6, die 1, nochmal die 1, die brauche ich für die 10, 3, die 9, 8, hier 0 und 1 kombiniert zu 10. Die 5 und die 2. Ich habe also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 10. Und ich habe hier 10 Wäscheklammern. Da werde ich jetzt die Zahlen draufkleben mit der Heißklebepistole und dann kann es weitergehen. Bevor es weitergehen kann, braucht ihr neben den Tasten und den Wäscheklammern die Heißklebepistole und einen Untergrund, den ihr ja als Pinnwand benutzen könnt. Ich habe dafür hier eine schöne Pappe. Ich habe mir da so eine mit kleinen Röschen ausgesucht. Und ich habe hier eine Korkplatte. Das ist eigentlich ein Tischset. Das ist übrigens das gleiche, wie wir hier im Hintergrund haben. Und das werde ich jetzt aufeinander kleben. Und dann kann ich die Wäscheklammern hier mit den verschiedenen Zetteln dran festklammern am Rand. Die Heißklebepistole ist jetzt erhitzt und ich werde einfach hier hinten Heißklebe an die Taste machen von der Tastatur und die dann hier oben auf der Wäscheklammer festkleben. Einmal ein bisschen andrücken, kurz warten. Und wenig später habe ich jetzt alle Tasten an meinen Wäscheklammern festgeklebt. Manche müssen noch ein bisschen trocknen und in der Zwischenzeit mache ich schon mal mit der Pinnwand weiter. Dafür kann man eigentlich irgendeine stabile Pappe nehmen, zum Beispiel einen Rest von einem Pappkarton und den schön bunt gestalten. Oder ich habe jetzt so eine Korkplatte und damit die nicht zu langweilig aussieht, werde ich hier vorne noch diese bunte Pappe draufkleben. Dann ist trotzdem noch ein bisschen Kork am Rand. Das finde ich eigentlich ganz schön, aber in der Mitte ist dann diese bunte Pappe. Man kann aber natürlich auch schön ein Foto da drauf machen oder irgendwas aus einer Zeitschrift ausschneiden und draufkleben, Serviettentechnik machen, also da gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten. Die Pappe, die klebe ich jetzt auch einfach mit der Heißklebe fest, mache an jede Ecke ein bisschen Heißklebe. Und setze die dann einmal hier mitten auf den Korkuntersetzer. Korkuntersetzer kann man jetzt schön irgendwo an die Wand lehnen und dann die verschiedenen Zettel daran befestigen. Und als erstes, ganz wichtig, will ich Eva anrufen, also markiere ich mir das mit der 1. Mache ich mal hier hin. Dann kommt die 2. Nachdem ich Eva angerufen habe, gieße ich erstmal die Blumen. Und dann muss ich mir ganz dringend überlegen, was ich am Samstag anziehe. Vielleicht muss ich da noch was waschen oder noch irgendwas besorgen. Deswegen als drittes, nachdem ich die Blumen gegossen habe, die armen Blumen, die dringend Wasser brauchen, werde ich mir erstmal überlegen, was ich anziehe. Mit den Nummern ist dann genau markiert, wann was an der Reihe ist.
Wer möchte, kann natürlich auch schön diese Pinnwand aufhängen. Man kann das am besten nicht zu flach an die Wand machen, weil dann kommt man hier mit den Wäscheklammern nicht mehr so dahinter. Deswegen, ich empfehle euch dann hier oben einfach ein Loch reinzumachen an beiden Seiten und mit einem Band das aufzuhängen. Dann oben einen Klebestreifen festmachen am Ende des Bandes. Oder man kann dann auch einfach einen Nagel irgendwo in die Wand machen und da dann die Pinnwand dann dran festmachen mit dem Band und dann kann man hier auch gut noch dahinter greifen und die verschiedenen Klammern befestigen. Hier an dieser Seite haben die Zahlen natürlich genau die richtige Ausrichtung. Wenn ich das hier unten festmache, dann ist die 10 so senkrecht, obwohl die ja eigentlich waagerecht sein sollte. Das ist natürlich Geschmackssache, ob man das so machen möchte wie ich, dass die jetzt alle zur einen Seite ausgerichtet sind und vielleicht dann auch mal irgendwie senkrecht oder vielleicht sogar mal falsch rum zu sehen sind. Man kann sich aber natürlich auch sofort, also vorher überlegen, hier an die eine Seite passen vielleicht 4, an die andere Seite 4, dann macht man die Nummer 1 bis 4 so rum, also kann man ja auch einfach andersrum ankleben, so dass man die Klammer so ankleben kann oder anklicken kann und da müsste man hier in diesem Fall die 7 zum Beispiel andersrum machen, wenn ich die da dran machen möchte. Das könnt ihr euch überlegen, ob ihr das dann eben alles in die gleiche Richtung macht und dann in Kauf nehmt, ob mal was falsch rum ist oder ob ihr dann direkt von Anfang an euch überlegt, wo ihr welche Nummern hinmacht. Man kann natürlich auch andere Sachen hier drauf kleben. Zum Beispiel Pappe und dann eine Nummer draufschreiben, wenn ihr keine alte Tastatur da habt. Aber ich finde, das mit der Tastatur ist ein echt schöner Look. An so eine Pinnwand passen dann wirklich jede Menge Sachen. Ich habe mir jetzt hier erstmal eine Reihenfolge festgelegt. Als erstes mache ich dies, dann das und vielleicht, wenn ich es noch schaffe, zum Schluss gehe ich noch einkaufen und besorge dann auch dann das Material für das nächste Video. Die restlichen Wäscheklammern, die klemme ich mir einfach hier unten an die Ecke und wenn ich dann wieder irgendwelche wichtigen Sachen zu erledigen habe, dann kann ich die damit auch noch festklemmen. Ich habe jetzt hier von der Tastatur die Zahlen genommen, um eben eine kleine Reihenfolge festlegen zu können. Aber man kann natürlich auch schön einfach Buchstaben nehmen und die dann ganz willkürlich hier festklemmen, wenn man keine feste Reihenfolge machen möchte, sondern sich einfach so ein paar Notizen irgendwo festklemmen möchte. Dann ist die Tastatur einfach Deko, der Buchstabe ist Dekoration, man kann natürlich auch Punkt, Komma, was auch immer alles mit dabei ist. Das ist dann einfach Dekoration, so wie ich auch letztes Mal schon aus den Tasten kleine Magnete gemacht habe. Die hatten auch keine besondere Bedeutung, sondern da habe ich mir einfach die schönsten Buchstaben oder die schönsten Zeichen von der Tastatur ausgesucht. Mit der Zahlenreihe kann man natürlich noch ein bisschen mehr machen. Finde ich, ist auch wirklich eine schöne Idee. Und vielleicht möchte der ein oder andere das nachmachen, wenn ihr noch eine alte Tastatur da habt. Vielleicht habt ihr auch noch weitere Ideen, was man so mit einer Tastatur alles machen kann. Wenn ja, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare. Ein paar Tasten habe ich noch auf meiner Tastatur. Vielleicht mache ich noch irgendwas anderes dann auch noch nach. Und sonst, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auch meine anderen Videos, besonders wenn ihr euch für Videos mit Tastaturen interessiert, dann schaut in mein erstes Tastaturenvideo noch rein. Und sonst unsere vielen anderen Bastelvideos, die Challenges mit Eva, unsere Snacktests. Einfach reinschauen. Wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, lasst uns noch ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!